Das Thema von heute ist ja Islam, die am schnellst wachsende Religion. Was steckt dahinter? Ein Vortrag von Pierre Vogel. Pierre Vogel bin ich. Ist sicherlich leicht zu erraten. Und ich habe mir die Unverschämtheit erlaubt, das Thema zu ändern. Bitte nicht mit Tomaten und Eiern schmeißen. Das Thema ist nicht, ist Islam die schnellst wachsende Religion der Welt? Was steckt dahinter? Ich habe es umgeändert. Islam die schnellst wachsende Religion der Welt. Was können wir dagegen tun? Das ist doch bestimmt etwas, was viele Leute interessiert, oder? Was kann man dagegen tun? Weil viele Leute, die geben sich ja heute besonders viel Mühe, den Islam zu diffamieren, schlecht zu reden oder auch aufzuhalten, von muslimischer Seite anscheinend. Zum Beispiel Muslime, die sich, ja, wie soll man es ausdrücken, voll daneben benehmen. Gewalttäter, abziehen, nennt ihr das auch in der Schweiz abziehen? Hey, Handy her. Ja? Ja, solche Sachen. Das sind natürlich nicht nur Muslime, aber natürlich, wenn ein Muslim sowas macht, ist das natürlich nicht nur eine Sünde für ihn, sondern zusätzlich zu der Sünde, weil es im Islam verboten ist, ist das natürlich auch noch etwas, was den Islam durch den Dreck zieht. Deswegen, falls hier heute irgendein Jugendlicher sitzen sollte, der solche Taten gemacht hat oder regelmäßig macht oder vorhat, solche Taten durchzuführen, dem gebe ich eine Warnung mit auf dem Weg. Denn am jüngsten Tag wirst du vom allmächtigen Gott stehen. Und er hat dir nicht erlaubt, so etwas zu tun. Und zweitens, zusätzlich zu der Sünde, die du begehst, ziehst du auch noch den Islam durch den Dreck. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Deswegen, ich hoffe, dass sich jeder davon lossagt und jeder vorher Gedanken macht, was er tut. Das nur dazu. Ist die Presse hier? Presse hier heute? Schade, schade, schade. Das wäre schön gewesen, hätte ich gesagt. Die hätten doch heute mal wieder eine schöne Überschrift machen können, oder? Muslimischer Prediger ruft muslimische Jugendliche dazu auf, sich an die Gesetze zu halten. Das wäre doch mal was Schönes gewesen, oder? Das zu den Muslimen, da gibt es noch andere Muslime, die den Islam anscheinend aufhalten wollen, die sich die Frage stellen, was können wir dagegen tun, dass der Islam die schnellst wachsende Religion ist? Nämlich Leute, die beispielsweise versuchen, mit dem Islam Anschläge auf unschuldige Menschen zu rechtfertigen. Gibt es solche Leute? Die gibt es. Die gibt es. Die sind zwar nicht so viele, wie man denkt, wie das meistens so pauschalisiert wird, dargestellt wird, aber die gibt es. Da kann man natürlich nur sagen, wer beispielsweise einen Anschlag von Djerba, ja, da haben sicherlich die meisten von gehört, rechtfertigt, wo eine Synagoge in die Luft gejagt wird, wo Kinder verbrennen, Frauen verbrennen, ja, dem kann man nicht mehr vom Islam erzählen. Den muss man zum Psychiater schicken. Das ist ein ganz klarer Fall. Mit welcher Religion soll sowas gerechtfertigt werden? Ganz klare Sache. Das wäre auch wieder was für die Presse, wenn die heute hier wären. Ne? Aber ich habe schon des Öfteren darüber geredet und man wird sehen, dass solche Schlagzeilen niemals, zumindest in Deutschland, ich lasse mich ja in der Schweiz gerne überraschen, nicht in den überregionalen Medien gezeigt werden können. Ich war schon mal in einem Vortrag gewesen, da kam das NDR rein, da habe ich gesagt, so okay, dann rufen wir jetzt mal heute alle Muslime auf, sich von Terrorismus loszusagen und so weiter. Ich habe gesagt, für Sie vom Fernsehen, ich habe 100 Euro, die biete ich, wenn Sie das im Fernsehen bringen. Da kam nie was von dem Fernsehen. Niemals. Ich habe Vorträge gemacht, wo ich über diese Reizthemen, die wir sicherlich alle schon gehört haben, explizit geredet habe. Dann stand nachher in der Zeitung, der umstrittene Islamprediger. Aber nichts anderes. Das nur dazu. Hallo? Okay. Dann gibt es natürlich auch Nicht-Muslime, natürlich nicht alle Nicht-Muslime, nicht, dass sich hier jemand angesprochen fühlt, die sich auch besonders viel Mühe geben,
den Islam aufzuhalten. Die sich also die Frage stellen, Islam, die am schnellsten wachsende Religion der Welt, was können wir dagegen tun? Die stellen sich die Frage und da sieht man heutzutage eine Entwicklung und vielleicht ist das vielen Leuten entgangen und die werden sich gleich wundern, wenn ich mal so vorlese, was da für eine Hetze im Gange ist. Und da geht es um die Islamhetze. Im Moment in fast allen europäischen Ländern geht das so ab und dann merkt man, dann findet man im Internet dann hunderte solche Aufrufe, wie zum Beispiel, ja, hier, die Musel, das ist dann so ein Schimpfwort für Muslime, haben doch so einen Hang zum Fahnenverbrennen. Könnte der Musel Drecklappen nicht auch mal nachts Feuer fangen? Das heißt, dann könnte der Muslim ja brennen. Molly machen heißt auch Mollys bauen. Also Molly machen bedeutet auch, also sozusagen, ja, so Krach machen. Und Mollys, da ist Molotow-Cocktail mit gemeint, ja? Weiß einer, was ein Molotow, weiß sicherlich jeder, ja? Zum Beispiel, man nimmt eine Flasche, schüttet da Benzin rein, tut dann Taschentücher rein, zündet die an und wirft damit. Heißt doch Mollys bauen, apropos Schweine. Die müssen aber vor allem auf dem Bauplatz für den Muslimbunker auch eine gut funktionierende Verdauung haben. Gedüngter Boden trägt besser. Und andere Sachen, wo dazu aufgerufen wird, auf die muslimischen Länder eine Atombombe zu werfen, damit man das problemlos wird. Ja? So. Diese Hetze, und ich sage es ganz ehrlich, man kann mich gerne vom Gegenteil überzeugen, hat insgesamt zwei Faktoren. Die Medien mit ihrer Einschaltquotengeilheit, die haben sozusagen den Nährboden für die Hetze geschaffen, die es heutzutage im Internet gibt. Ganz klarer Fall. Nach dem Fall des Kommunismus und der Sowjetunion gab es keinen Feind mehr, den man zur Legitimation von teuren und massiver Waffenproduktion hätte gebrauchen können. Ja? Musste man einen neuen Feind haben. Das ist nicht das, was ich sage, das ist das, was einige Nicht-Muslime sagen. Ich kann mich zurückerinnern, 1995, 1996 ungefähr, bin ich von Berlin aus mit dem Flugzeug nach Köln geflogen. Das war noch vor dem 11. September. Und da ist dann im Flugzeug auch jemand eingestiegen mit einem Turban und einem Bart. Der hat sich dann dahingesetzt. Dann habe ich den ganzen Flug über im Auge behalten. Falls er eine falsche Bewegung macht, vielleicht das Handgepäck, die Tasche raus und das Maschinengewehr, ja, dass ich direkt, bevor er zuckt, ihm zuvorkommen kann. Das war 1995, 96 ungefähr. Was ist heute erst, wo das Gehirn massiv gewaschen wurde von irgendwelchen Informationen? Und ich werde da gleich explizit drauf eingehen. Meine Mutter, die mich kennt, ja, die den Islam kennt, die jetzt sagt, also was im Fernsehen kommt, da kann man ja gar nichts mehr glauben, ja, die hat letztens beispielsweise Verona Feldbusch, kennt man ja hier in der Schweiz bestimmt auch, ja, da war ja eine Razzia, eine Steuerrazzia. Wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Die hat gesagt, ach ja, weißt du was, Pierre, das glaube ich sowieso alles nicht mehr, ob das stimmt. Weil die ja merkt, was über uns geschrieben wird, was nicht stimmt. Oder was im Fernsehen kommt. Jedenfalls, sie war in Marokko gewesen, wir waren auch dort, und sie ist also früher wieder nach Deutschland geflogen. Und da hat sie gesagt, im Flugzeug war jemand mit einem Bart. Also so ähnlich wie ich. Ja. Und sie hat gesagt, komisch, hatte die ganze Zeit über im Flug, hatte ich Angst gehabt. Obwohl ich das doch eigentlich weiß, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Aber hier ist etwas, was wir verstehen müssen. Dass heutzutage die Medien ganz anders arbeiten. Und es kann mich gerne jemand des Besseren belehren nachher. Das ist kein Problem. Nur ich werde Ihnen Beispiele geben. Es ist zum Beispiel wissenschaftlich erwiesen, dass Medien, die zum Lesen sind, nicht so wirken wie zum Beispiel Audiomedien. Dass audiovisuelle Medien, wie das Fernsehen, eine größere Wirkung bei der Beeinflussung bzw. Manipulierung des Menschen haben, als zum Beispiel nur Audiomedien, wie zum Beispiel das Radio. Und heutzutage ist auch bewiesen, psychologisch, bei Verkaufsstrategien von Managern, dass der Mensch,
Wenn sich der rationale Verstand und das Gefühl widersprechen, dass er sich immer für das Gefühl entscheidet. Er entscheidet sich immer für das Gefühl. Auch deswegen sieht man beispielsweise in der Werbung, zum Beispiel in der Werbung, da werden keine besonderen Details von einem Produkt erwähnt, im Fernsehen beispielsweise. Ja, das Auto, da wird nicht aufgezählt in der Werbung, dieses Auto zum Beispiel, das könnte man ja in 30 Sekunden machen, so lange wie die Werbung dauert. Man könnte ja ein Bild von dem Auto zeigen und dann sagt man, dieses Auto hat Hubraum, dies, das, PS-Zahl und so weiter und so fort. Aber es ist gar nicht das Ziel. Man zeigt das Auto, dann kommt ein cooler Typ, ja, dann die Musik im Hintergrund, dann kommt die Frau, oh, sieht das Auto, sie steigt ein in das Auto. Ja, dadurch wird das Gefühl vermittelt, aha, wenn ich das Auto habe, bin ich auch so ein cooler Typ. Und dann kann ich auch mit dem Auto also eine schöne Frau kennenlernen. Ich musste gerade die richtigen Worte finden. Ja, so wird das Gefühl manipuliert. Und so ist das auch mit dem Islam. Beispielsweise, und ich gebe jedem den Tipp, wir haben ja die Seite, da können Sie sich mal angucken, Pierre Vogel, der islamische Hassprediger unter der Lupe. Was Sie mit mir gemacht haben bei Frontal 21 beim ZDF. Ich habe eine halbe Stunde Interview mit denen gemacht. Halbe Stunde. Von diesem Interview kam ein Satz oder zwei, ein oder zwei Sätze rein. Weil ansonsten hätten die mich vielleicht für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen oder so. Ist ja nicht mein Ziel. Und was danach daraus gemacht wurde. Wir haben da ein Video drüber gemacht, wo wir das genau illustrieren. Kann man sich gerne mal angucken, weil dazu die Zeit fehlt. Aber ich gebe ein anderes Beispiel. Es gibt in Köln eine rechtspopulistische Partei, die da mit den Gefühlen der Menschen spielt. Das Gefühl beeinflussen. Und die haben zum Beispiel einen Film gemacht, da wird dann die Türkei gezeigt. Schauen Sie sich an, was hier passiert ist. Früher gab es hier so viele Kirchen, gibt heute immer noch viele Kirchen in der Türkei, keine Sorgen machen. Und dann hört man Glocken. Glong, glong, glong. Ja? Und die Landschaft, die Kirche, Friede, Freude, Eierkuchen, so sieht das aus. Ja? Auf einmal, und das fällt einem gar nicht auf, wenn man den Film sieht, nur wenn man darauf achtet, glaub mir. Mir ist das aufgefallen, wie ich den Film das dritte Mal gesehen habe und analysiert habe. Nachdem dieses Bild gezeigt wird, schwenkt das Bild um und du siehst so Geröll. Und in dem Geröll, wenn du genau hinguckst, liegen drei Totenköpfe. Das fällt dir aber auf den ersten Blick gar nicht auf, aber dein Unterbewusstsein speichert das. Beispielsweise, wenn man nachts schläft, man hat den Fernseher laufen, das Unterbewusstsein speichert das, weil man trotzdem noch weiter hört. Jedenfalls mit dem Unterbewusstsein nimmst du das aber sofort wahr. Und was hört man jetzt im Hintergrund, wo man die Totenköpfe sieht? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man hört den Gebetsruf im Hintergrund. Das heißt, derjenige, der diesen Film sieht, der kann sich nicht wehren, der kann sich nicht gegen das Gefühl wehren, wie sein Unterbewusstsein manipuliert wird. Das ist ein ganz klarer Fall. Und deswegen wollen wir uns die Sache mal genau angucken. Wir wollen fragen, ist das, was im Internet passiert, Hetze? Auch teilweise, was im Fernsehen passiert? Dann die zweite Frage, die wir stellen wollen, ist, hat diese Hetze Parallelen zu dem, was in Deutschland schon mal vor einigen Jahrzehnten passiert ist, nämlich die Hetze gegen Juden? Gibt es Parallelen? Und als drittes, wenn es so ist, welche Auswirkungen hat das auf den Menschen und was können wir dagegen tun? Wir, Muslime und natürlich auch Nicht-Muslime. Da ist sicherlich keiner daran interessiert, dass hier irgendwann es zum Gemetzel kommt. Ja? So, wenn wir jetzt fragen, ist das, was wir sehen, Hetze? Bevor wir die Frage beantworten, fragen wir erstmal, was ist Hetze? Was ist Hetze? Und da sagt man Hetze im gesellschaftlichen Sinne, also man definiert Hetze im gesellschaftlichen Sinne als unsachliche, verunglimpfende Aussagen, die den Zweck erfüllen sollen, gegen eine bestimmte Gruppe oder Personen Hass zu erzeugen, Angst, Ängste vor ihnen zu führen, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Das ist Hetze. Beispielsweise, wenn ich jetzt sagen würde, die westliche Welt, ich bin ja auch sozusagen Teil davon, 100% deutsch, ist die friedlichste Zivilisation
auf dem ganzen Erdball. Wenn ich das sagen würde, wäre das Hetze? Nö. Das ist zwar eine unsachliche Aussage, weil wenn wir beispielsweise sehen, dass in Südamerika 56 Millionen Indianer Kopf kürzer gemacht worden sind, in Nordamerika 107 Millionen Menschen, in Australien 20 Millionen Menschen, dass 180 Millionen Menschen nach Amerika gebracht worden sind, aus Afrika als Sklaven, um dort das Land zu kultivieren und zu bearbeiten. Ja. Davon sind allerdings nicht 180 Millionen Menschen dort angekommen, sondern über 70% sind unterwegs über Bord geschmissen worden auf dem Atlantischen Ozean. Also sie liegen heute auf dem Friedhof vom Atlantischen Ozean. Kolonisationskriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Ja. Das heißt, da würde man sagen, zu sagen, das ist die friedlichste Zivilisation, ist eine unsachliche Aussage. Ist das jetzt Hetze, was ich gerade gesagt habe? Nein. Weil ich habe das nicht gesagt mit dem Zweck, Hass zu erzeugen, sondern einfach als eine Beobachtung. Seltsamerweise, bei Frontal 21 hat die Frau, ja, die Reporterin, mir ein Video vorgestellt. Schauen Sie mal, was sie hier in dem Video sagen. Ja, weil die immer gesagt hat, die Muslime, hier in Köln, einer von der rechtspopulistischen Partei. Da steht er da vorne im kölschen Akzent. Also alle Kriege auf der ganzen Welt, sind von Muslimen angefangen worden oder geleitet worden oder die Muslime haben damit zu tun. Das ist Hetze. Unsachliche Aussage, um Ängste zu schüren. Aber was will der damit sagen? Der will damit sagen, deswegen müssen wir aufpassen. Schauen Sie sich mal an, wie die sich hier vermehren in Europa, wenn das so weit geht. Unsere Kinder und Enkelkinder, ja, auf diese Art und Weise. Auf jeden Fall, ja, dazu zurück. Das wäre zum Beispiel eine verunglimpfende, unsachliche Aussage, um Ängste zu schüren, Hass zu schüren, eine Gruppe oder Person zu diffamieren, zu dämonisieren. Ja? Aber wenn ich etwas rein aus Informationsgründen vortische, dann ist eine andere Sache. So. Dann, jetzt schauen wir uns mal an, ob... Hallo? Was jetzt machen? Jetzt schauen wir uns mal an, ob es Parallelen zu der Nazi-Propaganda im Dritten Reich gibt. Adolf Hitler hat ja ein Buch geschrieben, wovon man bestimmt schon gehört hat. Das Buch heißt Mein Kampf. Und da beschreibt er, wie Propaganda auszusehen hat. Bevor wir analysieren, stellen wir erstmal die Weichen. Wie Propaganda auszusehen hat. Da sagt er zum Beispiel, die muss volkstümlich sein. Die soll eher das Gefühl ansprechen, da haben wir eben schon drüber geredet, ne? Eher das Gefühl als die Logik. Die soll sich an die Dümmsten der Gesellschaft richten. Und dann sagt er beispielsweise, Propaganda soll nicht aufrichtig die Wahrheit auf den Tisch legen, sondern immer nur den eigenen Interessen dienen. Dann gehörte zu der Propaganda auch, dass man Gegner, politische Gegner durch den Dreck zieht, Sabotage vorwirft, Gaunerei vorwirft und so weiter. Und dass man nie differenziert. Das gehört dazu. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. So. So. Der erste Punkt, der sicherlich immer erwähnt wird, der einem sofort auffällt. Ja? Und das ist eine reale Gefahr, die aber, wenn man sie im richtigen Kontext sieht, eher gering ist. Das ist, dass man Angst hat vor Terroranschlägen. Oder? Das ist einer der Hauptpunkte, die über den Islam erzählt werden. Es ist eine terroristische Religion. Ja. Und da möchte ich nur eine Sache von vornherein loswerden. Für uns Muslime ist es auch eine Gefahr. Weil wenn es jetzt beispielsweise zu einem Terroranschlag kommen würde auf irgendeinem Bahnhof, die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Muslim dort sterbe, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Nicht-Muslim dort sterben. Das zum Ersten. Aber was wird hier erzählt? Hier wird beispielsweise erzählt, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime.
Diesen Satz, den hört man nicht ab und zu, den hört man auch nicht nur von irgendeinem Dummkopf in der Kneipe, den hört man beispielsweise von Leuten wie Ralf Giordano aus Köln, der in einem Gespräch sagt mit Schäuble, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. So, was ist jetzt der nächste Gedanke, den man sofort bekommt, wenn man das hört? Der nächste Gedanke. Der nächste Gedanke ist sofort, ja, wenn es keine Muslime gäbe, dann gäbe es auch keinen Terrorismus. Dann sagt natürlich jemand, ein verführerischer Gedanke. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, wenn man sowas hört, dass es dann Leute gibt, die bereit sind, Leute wie Muslime heutzutage ins KZ zu stecken, Auschwitz wieder aufzuöffnen. Und glauben Sie mir, ich übertreibe hier nicht. Hier, Carolina, ich rufe zum bewaffneten Kampf gegen den Islam auf. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Die Generäle der Bundeswehr rufe ich auf, uns hierbei zu unterstützen. Notfalls müssen wir Artikel 20 Grundgesetz anwenden und die jetzige Regierung stürzen, um unsere Demokratie zu schützen. Ja. Mensch, hier scheint es ja auf den Straßen loszugehen. Wir scheinen ja in einer Bedrohung zu leben. Hier rufen sie zum Krieg auf. Ist es wirklich so schlimm? Da draußen. Ja. Aber wenn jemand jeden Tag in solche Blogs reingeht, wo er mit diesen Informationen, mit diesen stereotypische Wiederholung von Floskeln, was übrigens auch von dem Buch ist Mein Kampf von Hitler, immer wieder zugepumpt wird. Islamismus, Terrorismus, Zwangsheirat, Ehrenmord, dies, das, Gefahr, Terror, alle Terroristen sind Muslime und so weiter. Da muss man sich nicht wundern, wenn jemand dies ein halbes Jahr durchmacht, dass er sich vollkommen verändert. Das ist das. So, jetzt fragen wir zum Beispiel diese Aussage. Alle Terroristen sind Muslime. Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Der Gedanke, der kommt, ist, ja okay, wenn wir jetzt keine Muslime hätten, hätten wir keinen Terror. Ist ein großer Nutzen für die Mehrheit und ein kleiner Schaden für die Minderheit, wenn es keine Muslime geben würde. Das steckt in diesen Worten drin, ob er das so meint oder nicht. Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Wir fragen jetzt als erstes, ist das eine sachliche Aussage oder ist das eine unsachliche Aussage? Das ist eine unsachliche Aussage. Jetzt beispielsweise eine Frage. Hier, was ist jetzt in Apeldoorn passiert in Holland? 7 Menschen sind gestorben, oder? Da ist einer einfach mit dem Auto, wahrscheinlich absichtlich, wir wissen es ja noch nicht, in die Menschenmenge reingerast. Ich habe heute geguckt, da ist die Zeitungsartikel und da ist oben so ein kleiner Brief. Stell dir vor, das wäre ein Muslim gewesen. Stell dir vor, es wäre ein Muslim gewesen. Islamischer Terrorist wollte die Prinzessin Königin hier von Holland töten. Was meinst du, was da los gewesen wäre? Ist kein Terrorist, ist nur ein Bekloppter. Für mich ist Integration, wenn aus Amokläufern Terroristen werden. Oder aus Terroristen Amokläufer werden. Das ist für mich Integration, oder? Jedenfalls, jetzt fragen wir mal, gibt es auch noch nicht-muslimische Terrororganisationen? Ja, ohne Ende. Geh mal ins Internet auf Seiten, wo Terrororganisationen aufgelistet stehen. Dutzendhaft christliche, buddhistische, alles Mögliche. Jetzt, aber warum kennt die keiner? Wenn ich jetzt fragen würde, wie heißen die? Kann mir so gut wie keiner nennen, wie die heißen. Warum? Weil die Medien das nicht berichten. Weil es geht hier darum, ein neues Feindbild zu schaffen zur Legitimation von Rüstungsindustrie und so weiter und so fort. Es ist einfach so, tut weh, aber ist eine Tatsache. Und ich wiederhole nochmal, wir sind nicht gekommen, um jemanden zu bekämpfen, sondern auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Okay, welche Terrororganisation oder wird zumindest als Terrororganisation eingestuft? Ich kenne mich nicht detailliert mit jeder Organisation aus, ja. Oder ich kenne mich mit keiner Organisation detailliert aus, um genau das richtig zu sagen. Aber bei welcher Organisation, die als Terrororganisation eingeschätzt wird, gibt es die meisten Selbstmordattentate? Bei welcher? Tamil Tigers, nicht Muslime.
250 Stück, schon mal was von gehört? Da wäre doch im Leben niemals einer drauf gekommen, dass Selbstmordattentate von Nichtmuslimen durchgeführt werden. Im Leben nicht. Oh, warum haben wir da noch nie was von gehört? Weil es uninteressant ist. Die Gefahr, das Feindbild wird geschaffen im Nahen Osten. Von einem Terroristen aus dem Nahen Osten, ja. Indirekt ist ja auch jetzt noch keiner von diesen kleinen Terrororganisationen jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz ins Leben gekommen, oder? Von den kleinen manchen. Ja. Nicht von Al-Qaida oder solchen Sachen. Oder was behauptet wird, wissen wir auch nicht genau. Aber ist so noch nicht. Obwohl man könnte ja eigentlich sagen, in Deutschland sterben jährlich 150.000 Deutsche im Krieg gegen den islamistischen Terror. Ja, die Raucher, die finanzieren den Krieg gegen den islamistischen Terror. Selbstmordattentäter. So sieht's aus. Aber auf jeden Fall sehen wir daran, dass wir diese Organisation kennen, die anderen aber nicht kennen, dass hier Dinge falsch dargestellt werden, unsachlich dargestellt werden. Und deswegen für Ralf Giordano, der ist übrigens Jude, der hat den Holocaust überlebt und uns tut auch leid, was ihm in der Vergangenheit geschehen ist. Aber das gibt ihm nicht das Recht, so einen Schwachsinn zu erzählen, dass alle Terroristen Muslime sind. Und deswegen, wenn er diese Aussage nicht zurücknimmt, dann muss er auch von uns, muss er sich auch gefallen lassen, wenn wir ihn als Hetzer bezeichnen. Weil es eine unsachliche Aussage ist, die ganz eindeutig Ängste schürt. Das dazu. Was mich auch immer wieder wundert, ist beispielsweise, ich habe einen Vortrag gemacht, man kann sich den auch gerne auf der Internetseite angucken, weil wir sind Leute, die differenzieren. Wir nutzen die Propaganda nicht nur für unsere Zwecke, sondern wir sagen ganz klar und deutlich, es gibt Muslime, die terroristische Anschläge, wie zum Beispiel in Djerba und so weiter, als islamisch gerechtfertigt ansehen. Gibt es. Ich habe einen Vortrag darüber gemacht, ich glaube zweistündigen Vortrag, wo ich alle Argumente von diesen Leuten widerlege. So. Jetzt fragen wir uns mal, die Leute, die doch angeblich gegen den Islam in Anführungsstrichen aufklären, weil sie ja so eine Angst haben, dass sie selber Opfer von einem Terroranschlag werden. Ja? Wenn Sie jetzt sehen, dass ein Muslim, von dem Sie selber behaupten, der Einfluss hat auf Jugendliche, einen Vortrag macht, wo er gegen diese Leute redet, was müssen die normalerweise machen? Was müssen die normalerweise machen? Die müssen sich doch normalerweise freuen, oder? Die müssen doch normalerweise sagen, boah, super, endlich mal ein Muslim, der gegen Terrorismus redet, obwohl da viele gegen geredet haben. Das sieht man nur nicht so auf dem Fernsehen. So, was machen diese Leute? Was machen diese Leute auf ihrer Internetseite, wo täglich 30.000 Besucher draufkommen und sich dort vergiften lassen? Wisst ihr, was die machen? Die widerlegen diesen Vortrag. Die widerlegen den, die sagen, die ist falsch. Ist alles Lüge. Islam ist doch Terrorismus. Ach so. Ja, super, ne? Da ist gerade so ein Jugendlicher, dem haben wir gerade erzählt, kein Terroranschlag machen, davon fernhalten, nicht beeinflussen lassen und sowas. Dann geht auf den ihre Seite von Nichtmuslimen, dann sagen die zu ihm, hey, was der Vogel dir erzählt, ist falsch, deine Religion sagt doch Terroranschlag. Ach doch, ja, wenn das so ist, ist ja cool. Dann kann ich ja jetzt direkt nach Dings und gucken, wie ich eine Bombe basse. Totaler Schwachsinn. Und du musst das sehen, bei diesen Hetzern, die regen sich mehr darüber auf, wenn du einen Vortrag machst, wo du Vorurteile gegen den Islam widerlegst, als alles andere. Und dann siehst du, ihr müsst euch vorstellen, da wird dann auf diesen Hetzerseiten wird dann ein Bericht gemacht über mich, der wird widerlegt. Und dann können danach alle anderen darunter einen Kommentar schreiben. Und die Leute, die sind so verstrahlt, da findest du vielleicht von 80 Kommentaren keinen einzigen Kommentar, wo irgendjemand sagt, ja hör mal, was regt euch eigentlich auf? Ist doch eigentlich gut, dass er dagegen spricht, oder? Kein einziger. Ach, der lügt sowieso. Ist der alles erzählt. Ja. Natürlich. Es gibt natürlich auch Verse im Koran,
die eventuell, wo man eventuell denken könnte, dass sie zu Gewalt aufrufen. Zum Beispiel, und ihr sollt sie der Vernichtung weihen, und ihr sollt keine Gnade an ihnen haben, und ihr sollt sie zu Tode bringen, Mann wie Frau, Kind wie Säugling. Ach nee, Quatsch, das war ja aus der Bibel, 1. Samuel 15, Vers 3. Entschuldigung. Oder zum Beispiel genau, wer nicht an Gott glaubt, der muss getötet werden, egal ob Mann oder Frau, klein oder groß. Ach, das war ja auch aus der Bibel, 2. Chronik 15, Vers 13. Oder, denk nun, ich bekomme, um Frieden zu bringen, sagt der Prophet, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ach nee, das hat ja Jesus gesagt, Matthäus 10, Vers 34. Warum sagen wir das? Sagen wir, Christentum ist eine gewalttätige Religion? Nein, sagen wir nicht. Weil viele Leute, wenn man diese Verse zitiert aus der Bibel, da flippen die aus und springen im Kreis wie Rumpelstilzchen. Nein, wir sagen das nur, wie kommt es erstens, dass du selber eventuell Christ bist und von so vielen gewalttätigen Versen im Koran hörst, wo es übrigens keinen einzigen Vers gibt, wo gesagt wird, man soll Säuglinge töten, aber egal. Aber du hast noch nie von dem eigenen Buch, von diesen Versen gehört. Wie kommt das? Und wie kommt das, dass wenn ich die Bibel zitiere und sage, hier, guck mal, dass dann gesagt wird, ja, da muss man differenzieren, man muss den Kontext verstehen, den historischen Kontext. Wenn aber was aus dem Koran zitiert wird und ich sage, hallo, der historische Kontext spielt eine Rolle und man muss wissen, worum es da geht und schau dir mal den textlichen Kontext an, dann wird gesagt, ach, der erzählt nur Quatsch, das ist alles nur Lüge. Das ist eine Doppelmoral, ist das. Doppelmoral. Ganz klarer Fall. Was hat den Menschen besonders viel Angst eingejagt? 11. September, oder? 11. September, ne? Wie das World Trade Center oder die zwei Türme eingestürzt sind. Es gibt viele Nicht-Muslime, die der Meinung sind, dass das ein Betrug gewesen ist. Nun haben 9 renommierte internationale Wissenschaftler gesagt, haben in den Trümmern vom World Trade Center an verschiedenen Stellen den Sprengstoff Thermit, Spuren davon gefunden. Ist ganz klar, kann man im Internet nachgucken. Und das ist eine ganz klar bewiesene Sache. Haben Sie davon schon mal im Fernsehen gehört? Nö. Ist aber eine Tatsache. 9 renommierte Wissenschaftler aus Australien, Dänemark, USA und so weiter. Das heißt, normalerweise, wer jetzt noch glaubt, dass das nur mit Muslimen zusammen oder dass die Muslime waren, dann ist der eigentlich der Verschwörungstheoretiker geworden. Die Frage ist ja auch, was haben die Muslime davon gehabt? Wenn irgendwo 3000 Menschen sterben, gar nichts. Gar nichts. Vor kurzem hat sicherlich jeder gehört, in Irak, was da passiert? Da haben Muslime, in Anführungsstrichen Islamisten, Iraker, die Schlange standen, um Essen zu bekommen, 51 Leute in die Luft gejagt. Angeblich. Kann mir mal jemand erzählen, welchen Sinn das ergeben soll? Kann mir mal jemand erzählen, welchen Sinn das ergeben soll für Leute, die ein Land befreien wollen, Iraker, 51 Iraker, die Essen haben wollen, die armen Menschen sind in die Luft zu jagen? Wer hat dadurch einen Vorteil? Der Einzige, der dadurch einen Vorteil hat, ist derjenige, der die Medien kontrolliert und danach sagen kann, das waren die Muslime, damit die ganze Bevölkerung gegen diese Leute ist. Das ist ein klarer Fall. Oder wir müssen denen wirklich, wir können die nur noch zum Psychiater schicken. Wer denkt, er kommt Gott näher, weil er irgendwelche armen Menschen in die Luft jagt, die in einer Schlange stehen und zu essen haben wollen. Der muss geistesgestört sein. Aber wer hat davon was? Derjenige, der das Land kontrollieren will, gegen diese Leute, weil er sagt, guck mal, was das für Ratten sind. Was das für Bekloppte sind. Bevölkerung, seid gegen die. Das leuchtet jedem ein. Irakkrieg sowieso. Was haben wir da gehört? Saddam Hussein, der strenge Muslim. Was hat er mit Islam zu tun gehabt, großartig? Fast gar nichts. Ich sage nicht, Saddam Hussein war gut. Saddam Hussein war ein Tyrann. Der hat Menschen vergast. Nur was ist denn am Ende passiert? Mal ganz ehrlich.
Saddam Hussein, gib die Waffen her. Ansonsten greift man dich an und schießt dein ganzes Land in Schutt und Asche. Boykott gibt es schon seit 10 Jahren. Da sind 500.000 Kinder an Hunger gestorben. Aber ist auch egal. Gib die Waffen her. Ich habe keine Waffen. Gib sie her, wir greifen dich sonst an. Gib sie her. Ich habe keine Waffen. Greifen an, schießen das ganze Land in Schutt und Asche. Die Friedensarmee. Friedensarmee ist wieder gekommen. Alles Tohuwabohu bis heute. So viele Leute gestorben wie der ganzen Amtszeit vom Tyrannen Saddam Hussein, nicht? Ja? Und wo sind die Massenvernichtungswaffen geblieben? Haben wir nicht gefunden. Ja, worum ging es in dem Krieg? Mal ganz ehrlich, worum ging es? Hat er eine Idee? Ging es um Massenvernichtung? Worum ging es? Hat er eine Idee? Öl? Jeder sagt Öl. Das ist ein offenes Geheimnis. Klar, ging es um Öl. Jacques Chirac hat nicht umsonst gesagt, das Öl ist so wertvoll, als dass man es den Arabern überlassen würde. Manchmal kommen solche Sachen raus. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, weil wir hetzen hier nicht, weil wir sagen nicht, wir sollen jetzt irgendeinen Menschen umbringen, sondern wir wollen die Leute mal aufklären, wie wir für doof verkauft werden. Und es ist einfach so. Wisst ihr, woran ich das merke? Wisst ihr, woran ich das merke? Ich habe ja selber schon Angst. Ich bin ja selber schon misstrauisch, wenn ich einen muslimischen Bruder sehe, teilweise. Da musst du dir mal vorstellen. Das hat ja bei mir schon Spuren hinterlassen. Wie ist das erst bei jemandem, der keinen Kontakt mit Muslimen hat? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns hier treffen. Dass wir zusammensitzen, miteinander unterhalten. Das heißt nicht, dass wir alle Meinungen gleich sind. Das heißt nicht, dass jeder mit mir übereinstimmen wird, dass der Islam die Religion ist, die man haben sollte. Es wird Leute geben, die werden sagen, nee, ich glaube, Christentum ist die richtige Religion. Das heißt aber nicht, dass man sich danach den Schädel einschlägt, dass man nicht mit einem Handschlag auseinandergehen kann. Das ist Dialog, nicht Dialog, wir sind alle gleich, wir sind nicht alle gleich. Aber die Kunst ist nicht, dass wir alle gleich werden, sondern dass wir unterschiedlich sind und trotzdem miteinander leben können. Ohne, dass es jeden Tag zum Mord und Totschlag kommt. So einfach ist die Sache. Das dazu. Das nächste Problem ist, was immer erwähnt wird, und das ist auch etwas, was Ralph Giordano erwähnt hat, die Rolle der Frau im Islam. Unakzeptabel. Natürlich, vielleicht gibt es einige Verse, die den einem oder anderen wieder seltsam vorkommen. Ich habe darüber einen Vortrag gemacht, die Frau im Islam. Ist ja heute nicht das Thema. Der ist ungefähr 2 Stunden lang, wo ich auf alle Vorteile eingehe. Vielleicht sind es so Verse im Koran wie, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Ach nee, das war ja 1. Petrus 3, Vers 1 im Neuen Testament in der Bibel. Oder vielleicht sind es Verse wie beispielsweise, dass die Frau lehrt, erlaube ich nicht. Die Frau darf nicht über den Mann herrschen, sondern sie soll still sein. 2. Timotheus ist das 2. Oder zum Beispiel ein Vers wie, es gibt ja hier, gibt es in der Schweiz mehr Katholiken oder mehr Protestanten? Katholiken? 50-50? Okay. Oder zum Beispiel, ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau. Jesus Sirach 43, Vers 14 oder 44, Vers 13. So. Aber hier sagen wir auch wieder, sagen wir nicht jetzt, um die Bibel schlecht zu reden. Da sagen wir, da müssen wir auch gucken, was ist das für ein Kontext und so weiter und so fort. Warum nicht dieselbe Herangehensweise, wenn wir vom Islam reden? Warum nicht dieselbe Herangehensweise? Oder warum haben die meisten Christen, das ist zumindest meine Erfahrung in Deutschland, noch nie von diesen Versen gehört? Da wird gesagt, verfassungsfeindlich und so weiter und so fort, das Kopftuch, Unterdrückung der Frau. Wir rufen nicht dazu auf, eine Frau zu unterdrücken. Weil Islam bedeutet, sich Gott ergeben. Wir rufen dazu auf, dass sich die Frau Gott ergibt. Dass die Frau freiwillig das macht, was Gott tut. Und das tun wir auch beim Mann. Das tun wir auch beim Mann. Hier, der Islam sagt, ich soll einen Bart wachsen lassen. Meinte, ich habe gedacht, ich bin hier, ich gehöre zum Schönheitsideal mit dem Bart, oder wie? Ja. Gleichberechtigung. Die Frau muss Kopftuch tragen, der Mann muss Bart tragen. Obwohl wir sind alle froh, ne? Dass die Frau kein Bart tragen muss, oder? Also mir geht es zumindest so bei meiner Frau,
Ich bin sehr froh, dass ich keinen Bart tragen muss, aber auf jeden Fall. Wir sagen, wir rufen die Frau dazu auf, sich freiwillig Gott zu ergeben. Das ist das Wort Islam, dass man sich freiwillig Gott ergibt. Wenn da Sachen sind, die dir vielleicht als Qual vorkommen, die kommen jemand anderen vielleicht nicht als Qual vor. Weil du vielleicht eine ganz andere Ideologie hast. Das macht vielleicht der andere gerne. Beispielsweise, es gibt manche Leute, die gehen jeden Tag in Sportschuhen, sind sich am Quälen. Kannst du dir vorstellen, der ist danach kaputt, hat Muskelkater, ihm tun die Knochen weh. Der sitzt da unter dem Dingen. Das würde jemand anders als Qual sehen, aber der geht jeden Tag ins Fitnessstudio. Oder jeden zweiten. Und ist sich am Quälen. Der andere, der läuft jeden Tag 10 Kilometer, ist der am Joggen. Das ist doch total anstrengend, das ist doch voll die Qual. Aber der macht das gerne. Und deswegen rufen wir die muslimische Frau dazu auf, diese Sache gerne zu tun für den allmächtigen Gott. Und Alhamdulillah, falls er nicht Muslim hier ist, und ich denke, die Leute, die heute hingekommen sind, und da haben wir sehr viele von, deswegen, weil wir differenzieren, wir haben keine Nazi-Propaganda, wo wir nicht differenzieren, sondern wir sagen ganz eindeutig, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr offen sind, die sehr freundlich sind. Das ist sogar die Mehrheit. Noch. Wir hoffen, dass die Propaganda gegen den Islam nicht so weit geht. Das ist sogar die Mehrheit. Aber damals im Nazireich, diejenigen, die die Juden ins KZ gebracht haben, die waren nicht die Mehrheit. Das war nicht die Mehrheit gewesen, sondern die Mehrheit ist getäuscht worden. Das muss man dazu sagen. Ja? Und wenn jemand sich interessiert, wie sich die muslimische Frau fühlt, die den Islam praktiziert, Alhamdulillah, wir haben heute sehr viele muslimische Frauen hier, man kann mit denen reden. Fragen Sie nicht, weiß ich nicht, Alice Schwarzer oder Angela Merkel, wie sich die muslimische Frau fühlt. Fragen Sie die muslimische Frau, wie sich die muslimische Frau fühlt. Diejenige, die den Islam praktiziert, nicht diejenige, die sagt, ja, ach, bei mir war das früher so und so und hin und her. Und hier wollte ich noch eine Sache sagen an die Muslime. Es gibt leider bei vielen Muslimen die Tendenz, dass zu viele Sachen erzwungen werden und zu wenig die Liebe für eine Sache in den Vordergrund gestellt wird. Ja, du siehst Leute, ich habe vor kurzem mit einem Muslim geredet, der sehr weit weg ist vom Islam. Der hat zu mir gesagt, weißt du was, bei mir zu Hause, ja, ich habe eine Antipathie gegen den Islam entwickelt, weil mein Vater mich immer dazu gezwungen hat, zu geprügelt hat. Du musst dies machen, du musst das machen und hin und her. Das sind alle Steinzeitmethoden, sind das. Sondern der Islam, der muss durch den Verstand ins Herz hineingehen und nicht andersrum. Man kann keinen dazu prügeln. La ikrah fi din, gibt keinen Zwang im Glauben. Weil leider denken viele in ihrer Erziehung, sie müssten so an die Sache rangehen. Das ist falsch. Es muss Spaß für die Sache entwickelt werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Mein Sohn, ja, ich kenne viele Koranschulen, da steht der Lehrer nur mit dem Stock vorne. Lesen! Der kapiert gar nicht, worum es geht. Der Junge will Spaß haben. Dort, wo mein Sohn hingeht, ja, der kommt an, da sind die Lehrerin, dann umarmt er ihn erstmal, da freut er sich. Zwischendurch machen die ein Rätsel, wie heißt der Prophet, wie heißt dies. Der hat Spaß, da hinzugehen am Wochenende. Der freut sich, für den kann ich bestrafen, wenn ich sage so, ja, du gehst da nicht hin am Wochenende. Bitte. Ja, ist so. Das ist die Methode, man muss den Menschen Liebe für die Sache entwickeln lassen. So. Was die Frau angeht, Ibrahim, hast du diese Aufnahme? Hast du nicht? Ist egal. Beispielsweise, was jetzt speziell die Frau angeht, da gibt es zwei spezielle Reizthemen, die immer wieder in den Vordergrund gestellt werden. Das ist einmal das Thema Ehrenmord und das Thema Zwangsheirat. Zwangsheirat können wir direkt aus dem Fenster werfen. Gibt es das unter Muslimen? Ja. Für die Nicht-Muslime, das ist aber meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. Jetzt heiratest du diesen Mann. Ja. Das ist meistens mehr so, ja, dass man so überredet wird dazu. Ja. Nicht also, aber selbst das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass die Frau, weil der Prophet, a.s. sagt, er sagt, مَا يُرَى لِمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ نِكَحْ. Für die beiden, die sich lieben, gibt es nichts Besseres als die Heirat. Ja? Sagt der Prophet, a.s. Und der Prophet, Mohammed, sagt, إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will,
dann soll er dies tun, indem er sich mit ihr konsultiert, also auch ihre Erlaubnis hat. Das ist ein klarer Fall. Es ist ja auch von der reinen Logik her absolut bescheuert. Gibt es das unter Muslimen? Gibt es. Aber der Islam ist meiner Meinung nach, das kann mich gerne jemand eines Besseren belehren, die einzige Religion, wo es einen expliziten Text gibt, der das verbietet. Das heißt, wir können nicht sagen, guck mal, wir verurteilen jetzt alle Muslime wegen Zwangsheirat, als wenn jede Frau zur Heirat gezwungen wurde, was erstmal Quatsch ist, absoluter Quatsch. Und dann versuchen wir das auch noch mit dem Islam zu begründen, um eventuell mit rassistischem Hintergrund oder fremdenfeindlichem Hintergrund direkt eine ganze Gruppe zu verurteilen. Die Frau im Islam, warum Zwangsheirat? Manche Leute, die denken original, dass jede Frau im Islam zur Ehe gezwungen wurde. Ihr müsst mal in diese Foren reingehen, im Internet, in diese Blogs. Das ist, als wenn jede Frau zur Heirat gezwungen wurde. Es ist immer noch eine absolute Ausnahme. Und diese Ausnahme ist auch meistens so, dass es meistens von Vätern ist, die mit der Religion nichts zu tun haben. Oder hat irgendeinen kulturellen Hintergrund, das dazu. Der zweite Punkt ist, den man immer wieder hört, ist Ehrenmord. Ehrenmord im Islam. Und da steht eine Frau in Köln in der Fußgängerzone von so einer richtigen Lügenabteilung, die versuchen, den Islam zu diffamieren. Da steht sie dort. Haben Sie auch gehört, Ehrenmord wäre nicht vom Islam? Doch, er ist vom Islam. Der Ehrenmörder hat in der islamischen Gesellschaft einen hohen Rang. Der Ehrenmörder und seine Mutter kriegen beide die höchste Stellung im Paradies. Es werden Feiern für Ehrenmörder abgehalten. Das wären also Feiern, wie die Hochzeit. Ja, da hast du gerade die Schwester ermordet, da macht man eine große Party, sind alle am Tanzen. Hat schon mal einer von so einer Party gehört? Warst schon mal auf so einer Party? Wer war auf so einer Ehrenmörder-Party? Keiner? Falls mal so eine Party sein sollte, ruf mich an. Da komme ich auch vorbei. Da kann ich den Drängern auf... Ja, okay, ich will mich nicht so ausdrücken. Aber solche Leute sind ja die größten Verbrecher. Aber guck mal, was diese Frau für einen Schwachsinn erzählt. Hat schon mal irgendjemand gehört, der Ehrenmörder kriegt die höchste Stellung im Paradies? Ich frage ganz ehrlich, hat das hier irgendjemand mal gehört? Wer glaubt von den Muslimen hier, wir haben heute viele Muslime hier, wer glaubt, dass Ehrenmord haram ist im Islam? Wer von den Muslimen glaubt, dass Ehrenmord eine gute Tat ist? Zum Beispiel die Schwester hat Zina gemacht, die Schwester hat Zina begangen, ja, die hat einen Freund gehabt, dann geht der Bruder hin, der selber eine Freundin hat, Haschisch guckt drauf, der geht dahin, tötet die Schwester. Du hast Schande über die Familie gebracht. Ist irgendjemand der Meinung, das ist eine gute Tat? Keiner? Da seht ihr, ihr müsst mal Nachhilfeunterricht bei der Islamexpertin holen. Und dann kommt der nächste Beweis. Der Herr Sürücü, der seine Schwester Hatun umgebracht hat, der Verbrecher, der in Berlin im Knast ist, ja, der hat unter den Häftlingen einen geehrten Status, weil er die Ehre wiederhergestellt hat. So ein Schwachsinn wird dort erzählt. Man kann ja schwer das Gegenteil behaupten. Ne? Wenn sie erzählt, ja, dort im Gefängnis, da hat dieser Ehrenmörder eine hohe Stellung bei den anderen Bekloppten eventuell, ist ja schwer das Gegenteil zu behaupten. Ne? Ne? Da müssen wir schon irgendjemanden finden, der mit dort im Knast ist, der sagt, hallo, stimmt gar nicht. Aber die Lüge hat man erstmal verbreitet und dann steht das da. Aber jetzt fragen wir mal, was haben wir gerade festgestellt, diese Aussage über Ehrenmord, was ist das? Das ist eine unsachliche Aussage, um genau zu sein, eine Lüge, die dazu dient, ein Hass gegen bestimmte Gruppen oder Personen hervorzurufen, Ängste vor ihnen zu schüren, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Weil natürlich sagt sich der normale Mensch schon mal, was ist das für eine Gesellschaft? Was ist das für eine Gesellschaft? Hier,
die ganzen Jungs, die haben jede Woche eine andere Freundin. Und wenn die Tochter einen Freund hat, dann wird die gekillt oder was? Dann hat die auch noch, dann sind auch noch alle froh darüber. Das heißt, was sind das für Kranke? Das ist das Ziel von so einem Schwachsinn. Und das wirkt. Das wirkt. Du siehst es eindeutig, die Leute kriegen Hass gegen uns. Aber was müssen wir tun als Muslime? Wir müssen aufklären darüber. Dann wird erzählt von Herrn, von dem einen CSU-Politiker, der Name ist mir jetzt entfallen, wird erzählt, die muslimischen Gemeinden müssen sich gegen Ehrenmord aussprechen. Ja, hat schon mal einer von irgendeinem Imam gehört, dass das eine gute Tat wäre? Das gibt es nicht. Das ist der größte Schwachsinn, ist das. Wer sagt, das ist gut, dem muss man den Stempel geben, dass er geistesgestört ist. Islamisch gesehen. Und so ein Blödsinn wird erzählt. Die Leute kriegen Hass. Das ist klare Hetze. Klare Hetze. Nächster Punkt. Und jetzt gebe ich euch mal eine und jetzt illustriere ich euch mal, wie das Fernsehen hier noch versucht, Benzin in das Feuer hineinzuschütten. Da kommt eine Fernsehsendung. Das ist Ehrenmord. Bruder, es wäre gut, wenn man reden will, wenn man dann rausgeht, weil das stört auch die Leute, die hier mithören wollen. Okay. Fernsehen. Erstmal kommt die Ansagerin und sagt mit ernster Miene, im nächsten Bericht, wo es um Ehrenmord geht, werden Sie erschreckenderweise Kommentare hören, wo Sie sehen werden, wie das bei einigen Leuten aussieht. Du bist also schon von vornherein so geimpft. Ja, oh, was kommt denn jetzt? Ui. So, dann informieren Sie dann, fragen Sie erstmal vier Schüler und die sagen ja, Ehrenmord, das hat nichts mit Islam zu tun und das, was er gemacht hat, ist falsch. Jetzt? Aber wir haben weiter geforscht. Es gibt auch andere Stimmen. Ja. Der Lehrer so und so hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es manche Leute gibt, die das okay finden. Jetzt kommst du in einen Klassenraum rein und du kriegst automatisch den Eindruck, dass alle, die in dieser Klasse sitzen, durch dieses Vorwort für Ehrenmord werden. Und jetzt werden zwei Leute werden interviewt und die sagen, ja, wenn die mit dem geschlafen hat, dann hat sie Pech gehabt. Also wenn meine Schwester das machen würde, würde ich das auch machen. Erstmal, er begründet das nicht mit dem Islam, sondern mit seiner eigenen Ehre. Punkt 1. Punkt 2 ist, was sie machen, ist, sie haben vorher vier Leute gezeigt, die gegen Ehrenmord sind. Was zeigen sie jetzt? Sie zeigen zwei, die für Ehrenmord sind. Aber, was machen sie? Sie zeigen diese zwei Leute. So jetzt, man sieht diese Leute, die dafür stimmen. Man sieht die aber mit verdecktem Gesicht, verschwommenem Gesicht. Was wird jetzt gemacht? Jetzt werden die zweimal interviewt aus verschiedenen Positionen. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass genauso viele dafür sind wie dagegen. Die haben aber auf der ganzen Schule nur zwei Schüler gefunden, die so einen Schwachsinn erzählen. Aber die zeigen die jetzt im Kontrast zu denen, die dagegen sind, zweimal, sodass es so aussieht, als wenn vier Leute dafür sind und vier Leute dagegen. Das sind die kleinen Tricks, da muss man nur drauf aufpassen. Aber wir kennen unsere Pappenheimer mittlerweile. Ja. Dann kommt, das war zu der Frau im Islam, dann kommt der nächste Punkt. Die nächste Floskel. Wieder, wie bei Adolf Hitler. Wie soll die Propaganda sein? Immer Stereotyp, Floskeln und Parolen rausbringen. Gescheiterte Integration, Parallelgesellschaft, Islamisierung, Ehrenmord und so weiter. Immer diese Schlagworte, ohne dass überhaupt jemand weiß, worum es da überhaupt geht. Jetzt Islamisierung. Das ist das nächste Wort. Das Wort, wo sofort das Herz anfängt zu schlagen. Islamisierung. Ja. Und das sieht man dann auf dem Film von der Rechtspopulistin. Weißt du, war mal so dunkel geworden? Sonne? Okay, alles klar. Sieht man dann, wie erzählt wird die Islamisierung Europas und hin und her. Und dann kommt auf einmal die Frau, die Judith von der Rechtspopulistischen Partei, die Fraktionsvorsitzende. Warum? Das ist so ein kleiner Trick.
Weil in der Psyche des Menschen, die Frau, die ist immer vertrauenswürdig. Das ist die Mutter gewesen, die Frau. Und 90% der Gefängnisinsassen sind Männer. Ja? Aber die Frau, die ist vertrauenswürdig. Und dann sagt sie, viele Kölner Bürger, so ungefähr, viele Kölner Bürger wissen gar nicht, was Islamisierung bedeutet, weil dies von den Politikern verschwiegen wird. Auch die Medien kommen ihrer Aufklärungspflicht in dieser Sache nicht nach. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit im Film gesucht, vergeblich danach gesucht, was ist denn jetzt Islamisierung, Judith? Erzähl mir doch mal, Judith W., was ist denn Islamisierung? Was heißt das denn? Was heißt denn das Wort, wo die Knie anfangen zu wackeln? Was heißt das? Diese Bedrohung. Islamisierung heißt, bedeutet, dass Mehrheiten oder ganze Bevölkerung oder Regionen zum Islam übertreten. Das ist Islamisierung. Kannst du zum Beispiel bei Wikipedia oder so. Das ist Islamisierung. Hört sich irgendwie gar nicht mehr so bedrohlich an, oder? Ich meine, wenn sie den annehmen wollen, sollen sie den noch annehmen, oder? Wenn es so ist, dann bin ich dafür. Ja, ich wünsche mir doch, dass jeder Mensch den Islam annimmt, ganz ehrlich gesagt. Aber ist ja noch nichts Bedrohliches. So, jetzt bist du die ganze Zeit am Suchen, wie soll das denn funktionieren? Da findest du auf einer Schweizer Seite, findet man dann den Kommentar, wie es funktioniert. Man muss aber lange suchen. Es funktioniert folgendermaßen. Die Muslime, die heiraten früher und die Muslime, die kriegen mehr Kinder. Und deswegen, der demografische Entwicklung zeigt dann irgendwann, nach 100 Jahren, gibt es eventuell mal in der Schweiz oder in Europa mehr Muslime als Christen. Und dann steht weiter, das ist eine Schweizer Seite, dann steht weiter, die Demokratie hat nicht die Mittel, um gegen diese Gefahr vorzugehen. Das heißt, man muss nicht demokratische Mittel wählen. Was wären denn diese Mittel, wenn die Muslime zu viele Kinder kriegen? Was kommt einem da so in den Sinn, so nicht demokratische Mittel, um diese Sache zu stoppen. Was wären Mittel? Hat er eine Idee? Ich würde sagen, zum Beispiel Zwangskastration wäre eine Idee, oder? Ja klar, die kriegen zu viele Kinder, die Verbrecher. Warum kriegen sie so viele Kinder? Ja? Da sagt sich vielleicht der eine oder andere, ja, bei mir die Familie, ich und meine Frau sind zwei, eine Tochter sind wir drei, dann noch der Hund sind wir zusammen vier. Kann ja sein beim einen oder anderen, der will ein Kind haben. Aber jetzt ist ein Verbrechen geworden, wenn man 5, 6 Kinder hat, oder wie? Wenn man Muslim dabei ist. Subhanallah. Ja, was will der hiermit sagen? Und egal, wo du hingehst, du findest überall diese Antwort. Demografischer Faktor. Das ist die Theorie von der Islamisierung Europas. Ja, tut mir leid, dann muss man mehr Kinder kriegen. Aber man kann doch nicht irgendeine Bevölkerungsgruppe abstampeln, weil man sagt, ja, die werden irgendwann zu viel sein. Dann steht da drauf, das sind wir unseren Enkel, unseren Kindern und Kindeskindern schuldig, dass sie ein schönes Leben führen. Schönes Leben? Hallo, in Deutschland gibt es alle 48 Minuten Selbstmord. Sind die alle so zufrieden mit ihrem Leben oder wie? Tut mir leid, in islamischen Ländern ist die Selbstmordrate geringer, wesentlich geringer. Wie viele Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig, leiden an Depressionen und allem drum und dran. Kinder, der Wert der Kinder, damit unsere Kinder froh leben. Entschuldigung, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Was hast du denn da als Kind? Ballspielen verboten oder wie? Nee, das darf sich da. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Sohn, wenn wir mit dem in Marokko sind, also so viele Kinder, so viele Möglichkeiten zum Spielen. Die meisten Leute, man muss doch mal wirklich reflektieren, die meisten Leute sind noch nicht nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich gekommen, weil das Wetter dort schöner ist. Die sind nicht gekommen, weil das Wetter schöner ist, die sind gekommen, weil die wirtschaftliche Lage besser ist.
Und das geht sowieso gerade in den Keller. Oder will der jetzt sagen, ja, wenn die Muslime hier mal die Mehrheit sind, dann ist die wirtschaftliche Lage kaputt. Das will der eventuell auch sagen. Aber das ist totaler Quatsch, ist das. So. Und hier muss man ganz klar was sagen. Und das ist das, was in diesem ganzen Islamisierungsschwachsinnsgelaber drinsteckt. Da geht es doch nicht um eine Moschee, die ein Minarett hat. Oh, wir müssen die Islamisierung stoppen, die bauen ein Minarett. Das ist totaler Quatsch. Was hat das Minarett mit Islamisierung zu tun? Übrigens, von mir aus können die ruhig eine Moschee ohne Minarett bauen. Ist mir auch egal. Was interessiert mich das Minarett? Oder ist schon mal einer durch ein Minarett Muslim geworden oder hat sich dadurch in seinem Islamverständnis verbessert? Für mich ist das sowieso der größte Schwachsinn. Dass alle Moscheen jetzt ein großes Minarett bauen, anstatt das Geld, was sie für ein Minarett ausgeben, in die Jugendarbeit stecken, damit wir die ganzen Leute von der Straße holen, die jetzt kriminell sind. So sieht's aus. 100.000 Euros werden in ein Minarett reingesteckt und uns die Jugendkriminalität unter jugendlichen Muslimen ist voll in der Höhe. Das muss man einfach mal gesagt haben. Und die haben nichts anderes zu tun, als ein Minarett zu bauen. Hauptsache, es sieht schön aus. Der Prophet a.s. sagt, das ist ein Zeichen vom jüngsten Tag. Wenn die Leute sich überholen, die Schönheit der Moschee zu bauen. Wenn die Leute sich überholen, darin Gebäude hochzubauen. Wenn die darin wetteifern. Das ist ein Zeichen vom jüngsten Tag. Wofür brauchen wir das? Brauchen wir nicht. Außen fui, außen hui, innen fui, sage ich dann nur zu. So sieht es aus. Schönes Gebäude, Inhalt null. Guck dir doch mal die Moschee an da. Was haben die da für ein Angebot für Jugendliche, damit die von der Straße kommen? Nix. Nähkurs, Tanzkurs, Tanzkurs, Chor, Kinderchor. Hey, der muss die Religion lernen. Wenn er die Religion lernt, dann weiß der auch, dass diese Taten, die er macht, eventuell Leute überfallen, Drogen dealen, Zuhälterei, dass das im Islam verboten ist. Aber das lernst du nicht, indem du ihm beibringst, wie er, was weiß ich, hier einen Volkstanz macht. Subhanallah. Aber so sieht die Sache doch aus. Das Ziel davon ist, geht nicht um eine Moschee. Es geht um was ganz anderes. Glauben Sie mir. Ich sage es ganz klar. Hier geht es darum, Leute rauszuschmeißen. Nur es hört sich besser an als Ausländer raus. Und bei anderen Leuten ist das nicht nur die rauszuschmeißen, das werden Sie gleich sehen, sondern das ist Holocaust 2 und das sage ich Ihnen ganz klar. Weil wenn man die rausschmeißt nach Hause, die werden ja weiter Kinder kriegen und hier werden die weiter weniger Kinder kriegen. Und dann könnte ja die Gefahr bestehen, dass die rüberkommen und uns erobern und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Hier haben wir es mit einer richtigen Gefahr zu tun, das wird man gleich sehen. Dann, wie schon gesagt, wird erzählt, Kriminalität von Jugendlichen. Und wir sagen ganz klar, die Kriminalität von Jugendlichen unter Muslimen, weil wir sind keine, die einer Nazi-Propaganda folgen, sich immer ins positive Licht stellen, ist zu hoch. Ganz einfach. Oder sollte sich jeder angesprochen fühlen, in seiner Umgebung mit den Leuten zu reden. Das muss runtergehen. Normalerweise vom Islam her müssen wir diejenigen sein, die positiv auffallen. Aber wie fällst du auf, wenn ich mir diesen Schrott in Deutschland ansehe? Wenn ich mir diesen Schrott in Deutschland ansehe? Diese ganzen Möchtegern-Gangster da, ja. Ey, weißt du, Alter, ich bin voll der Coole mit dem Messer, check, check, boah. Hör mal, da kriegst du doch wirklich einen Kampf drüber, oder? Hast du dir diesen Schwachsinn schon mal angeguckt? Da denkst du wirklich, du bist im Horrorfilm gelandet. Schlägerei, obszöne Worte, jedes zweite Wort fängt mit H an, hört mit Sohn auf. Punkt, Punkt, deine Mutter. Was ist das? Was sind das für Worte, die aus dem Mund kommen? Man traut sich das ja noch nicht mal auszusprechen. Da fragst du die und dann erzählen die noch was von Islam. Hör mal, das glaubt ja kein Mensch. Aber die Frage ist hier mal eine andere. Wir haben gesagt, die ist zu hoch, die Jugendkriminalität unter jugendlichen Muslimen. Aber liegt das am Islam? Nee, das liegt nicht am Islam. Das liegt daran, dass diese Jungs den Islam nicht kennen. Ganz einfach. Da sind auch nicht die Moscheen dran schuld. Aber die Moscheen, die könnten was dagegen tun, indem sie etwas anbieten. Und hier sage ich jedem, der von einer Moschee ist, es ist ganz wichtig, dass man deutschsprachigen Islamunterricht in jeder Moschee anbietet.
Das ist wichtig. Die Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, die meisten verstehen Deutsch besser als irgendeine andere Sprache. Wir sind auch keine Religion, wo irgendeine Fahne von einem Land an der Wand hängen soll. Islam ist für alle Menschen. Wer kommen will, soll kommen. Egal ob Chinese, aus Antarktis, aus Amerika oder irgendwoher. Wir sind keine Religion für Türken und Araber oder Bosnier oder was weiß ich, sondern eine Religion für alle Menschen. Das nur dazu. Aber natürlich zu sagen, der Islam ist daran schuld, dass die Jugendlichen kriminell sind, ist eine unsachliche, verunglimpfende Aussage, die dazu dient, Hass gegen bestimmte Personen und Gruppen, in diesem Fall Muslime, zu erwecken, und ist absoluter Quatsch. Und übrigens, die Rassisten in den USA, wisst ihr, was die sagen? Wissen Sie, was die sagen? Die sagen, guck mal, 12% der amerikanischen Bevölkerung sind Schwarze. Aber 59% der Morddelikte werden von Schwarzen begangen. Und dann sagen die, siehst du hier, bitteschön, da haben wir doch den Beweis. Aber es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern es hat was mit dem sozialen Status zu tun. In welcher sozialen Schicht man ist, Armut und so weiter, das sind die Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Nicht die Hautfarbe, nicht die Religion. Die Leute handeln gegen die Religion im Islam. Dann, was noch erzählt wird, ist, in den Islamforen, die gegen den Islam hetzen, die nächste Hetze. Guck mal, wie schlecht die Deutsch können. Guck mal, wie schlecht die Deutsch... In Deutschland sind es am meisten die Türken. Die Türken. Guck mal, wie schlecht die Deutsch sprechen. Wir haben doch hier einen Italiener, der spricht besser Deutsch. Man braucht sich aber keine Sorgen zu machen. Ich kenne Leute, die im Callcenter gearbeitet haben. Ja? Da ruft man an. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz so und so. Ich bin von der Firma so und so. Ich wollte Ihnen ein Angebot machen. Und da erlebst du Jugoslawen, die kein Deutsch sprechen können. Italiener, die kein Deutsch sprechen können. Russen, die schlecht Deutsch sprechen können. Polen, die schlecht Deutsch sprechen können. Amerikaner, die schlecht Deutsch sprechen können. Alles. Aber die Türken sind eine Schuld. Oder wie? Das ist totaler Schwachsinn. Weil die sind Muslime. Die sind so, die Muslime. Die wollen sich verweigern. Aber was ist das wieder? Eine absolut unsachliche Aussage, die dazu beiträgt, Hass gegen bestimmte Gruppen hervorzurufen. Warum gibt es in Deutschland eventuell mehr Türken, die schlecht Deutsch können, als beispielsweise Spanier? Ich kann das noch nicht mal bestätigen, dass das wirklich wahr ist. Dass die Türken schlechter Deutsch sprechen als vielleicht ein Spanier, der nach Deutschland gekommen ist. Aber sagen wir, es ist so. Dann ist die Antwort ganz einfach. Die Antwort ist ganz einfach. Weil die Türken sind nach Deutschland gekommen. Ja, die wurden dann in irgendein bestimmtes Viertel, man könnte auch Ghetto sagen, reingeschubst. Da leben die dann alle auf einem Fleck. Zur Arbeit ist er gegangen. Da ist jeder Türke nur Ahmed genannt worden von seinem Vorarbeiter. Und der hatte vorgehabt, nach 10 Jahren wieder abzuhauen. Wofür braucht der Deutsch? Nebenan ist der türkische Friseur, der türkische Bäcker, der türkische Dönerladen, der türkische Supermarkt, alles. Auf der Arbeit hat er nur mit türkischen Landsleuten zu tun. Wie soll der Deutsch lernen? Das ist nicht der Türke schuld, das ist die Regierung schuld. Und der wollte sowieso wieder weggehen. Beispielsweise in Saudi-Arabien, wo ich gelebt habe, es ist immer so, wenn jemand kommt, der beispielsweise, oder durchschnittlich ist es jedenfalls so, der aus einem englischsprachigen Land kommt, wie zum Beispiel Großbritannien oder, ich habe eine Zeit in Saudi-Arabien gelebt, oder Amerika oder Kanada, er hat es immer schwer und kann in den meisten Fällen nach mehreren Jahren nicht so gut Arabisch wie beispielsweise jemand, der aus einem nicht englischsprachigen Land kam. Wieso? Warum? Weil jeder Englisch kann. Auch in Deutschland so. Ich kenne Leute, die aus Nigeria kommen, die Englisch sprechen. Die sprechen nach Jahren nicht so gut Deutsch wie jemand, der aus einem anderen Land kam, weil er nicht auf die deutsche Sprache angewiesen ist, weil ihn jeder versteht. Der Türke, der nach Deutschland kommt und hat es mit so vielen Türken zu tun, der hat es nicht nötig, Deutsch zu lernen. In erster Linie. Oder er hat es schwerer, weil er ist nicht so sehr darauf angewiesen. Bei mir beispielsweise, als ich studieren gegangen bin nach Saudi-Arabien,
da habe ich extra darauf geachtet, dass ich in einem Zimmer bin, wo keiner Englisch sprechen kann. Weil ich dann dazu gezwungen bin, den ganzen Tag Arabisch zu reden. Wenn ich in einem Zimmer bin, wo jemand Englisch redet, dann ist es einfacher. Hey, what's cooking, man? Ja, dann fängt man an, Englisch zu reden mit den Leuten. So. Dann der nächste Punkt. Schlechte Bildung. Guck dir mal an. Wir haben Asiaten in Deutschland, die aus Südkorea gekommen sind, aus Japan. Da haben durchschnittlich viel mehr Leute Abitur als bei den Türken. Durchschnittlich die Asiaten, die nach Deutschland gekommen sind, ich nehme mir die Türken, weil so wird in Deutschland geredet, die stehen für die Muslime. Da haben viel mehr Leute Abitur bei den Asiaten, die aus Südkorea oder Japan gekommen sind, als bei den Türken. Und das, was will der damit sagen? Der würde sagen, die sind alle ein bisschen doof. Oder dann wird in den Foren gesagt, ja, weil der Islam, der verbietet denen zu denken. Im Islam ist das Denken verboten. Ja, wahrscheinlich ist bei dem das Denken verboten, weil dann, wenn der denken könnte, dann würde der sich mal Gedanken machen. Die Leute, die aus der Türkei oder aus Marokko oder aus den arabischen Ländern gekommen sind, das waren meistens einfache Hilfsarbeiter. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, die Drecksarbeit gemacht haben, die die Deutschen nicht machen wollen. Das waren Leute, die in der Türkei schon in der sozialen Unterschicht gewesen sind. Und die sind nach Deutschland gekommen als Hilfsarbeiter. Die Leute, die aus Korea hier hinkommen nach Deutschland, das sind in den meisten Fällen Firmenchefs von Samsung und von anderen Firmen oder japanischen Firmen, die schon dort Ingenieure gewesen sind. Wir können ja mal einen Versuch machen. Ich habe Lust auf einen Versuch. Wir nehmen einfach mal 50 deutsche Familien oder Familien, Schweizer Familien oder egal, von der Unterschicht, wo alle Sonderschulabschluss haben oder ja, halt keine große Bildung haben. Dann nehmen wir die mal, setzen die ins Flugzeug nach Südamerika, nach Kolumbien und dann packen wir die alle in ein Viertel rein, wo die wohnen und zur Schule gehen. Und dann gucken wir mal nach 50 Jahren, wie viele Literatur-Nobelpreisträger dabei herausgekommen sind. Das wäre doch mal ein Versuch wert. Oder? Schnappen wir uns die Deutschen mal, die hier alle Hauptschulabschluss haben und so weiter oder niedrige Stufe sind, wir schicken die in ein anderes Land und dann gucken wir mal, wie viele sich da zum Nobelpreisträger entwickeln. Das wäre doch mal ein Versuch wert. Aber wozu wird das benutzt? Zur Hetze. Zur Hetzung zu sagen, guck dir an, diese Kultur müssen wir loswerden, dann haben wir es nur mit Bekloppten zu tun. So wird geredet, das sind nicht meine Worte. Ich sehe hier manche Leute, die gucken mich an, als wenn die sauer auf mich sind. Ja? Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Leuten, die gegen den Islam hetzen. Dann wird erzählt, guck mal, die Christen in den islamischen Ländern, wie schlecht geht es denen? Beispielsweise. Erstmal ist das irrelevant für die Situation, die wir hier haben. Weil ich kann nicht bestreiten, dass vielleicht irgendjemand auf der Welt einem Christen Unrecht tut. Aber das ist nicht die Schuld von dem Türken oder von dem Araber oder von dem Muslim, der hier lebt. Punkt 1. Punkt 2 ist, das kann man auch nicht verallgemeinern, weil es gibt arabische, islamische Länder, wo es den Christen besser geht als hier. Oder wir können uns darüber streiten. Zum Beispiel, ich nehme mal Marokko. In Marokko werden die Juden, wisst ihr, welches Gesetz für die Juden in Marokko gilt? Talmudisches Gesetz. Talmudisches Gesetz. Da sagt keiner, wir werden judäisiert oder irgendetwas. In Jordanien steht von vornherein fest, dass 9 Abgeordnete, die ins Parlament eingehen, Christen sein müssen. Das heißt, diese Punkte kann man nicht verallgemeinern. Dann wird gesagt, ja, warum seid ihr hier Moscheen am Bauen, aber in den islamischen Ländern werden keine Kirchen gebaut? Erstmal, ich kann nur für Deutschland reden. In Deutschland, rein von der Logik her, in Deutschland, erstmal wollte ich nur gesagt haben, in Katar wird momentan die größte Kirche auf der arabischen Halbinsel gebaut. Das heißt, die Aussage ist wieder unsachlich. Die Aussage ist unsachlich.
Und was wird damit gesagt? Ja, okay, wenn ihr, wenn das da bei euch so ist, dann könnt ihr euch hier auch nicht mehr bewegen. Auch nicht mehr bewegen. Jetzt müssen wir eine Sache festhalten. Ja? Warum werden hier Moscheen gebaut? Hier werden Moscheen gebaut, weil es vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren keine Moscheen in Deutschland gab, weil die Muslime neu hier hingekommen sind. Aber die meisten islamischen Länder haben schon seit Jahrhunderten eine große Anzahl von große Anzahl an christlicher Bevölkerung und eine große Anzahl von Kirchen. Geh mal nach Kairo. Es geht mir hier nicht darum, dass eventuell in einigen Islamischen, ich kann nicht für alle islamischen Länder reden. Ich kenne ja nicht alle islamischen Länder. Aber ich kann nur eins sagen, wenn jemand sagt, in Marokko ist Missionierung verboten, dann sage ich, ja stimmt. Aber ich als Muslim kann dann noch nicht mal einen Koran verteilen. Der Muslim kann sich dort auch nicht bewegen. So sieht die Sache aus. So, das heißt, die Kirchen sind da. Da muss keine neu gebaut werden. Die andere Sache ist, in Deutschland, oder es treten jährlich, ich habe mal gelesen, 300.000 Menschen aus der Kirche aus. Die Kirchen werden zugemacht, werden zu Schulen umfunktioniert, weil keiner mehr in die Kirche geht. Und jetzt wollen wir in, was weiß ich, in Saudi-Arabien, wo 99% der Bevölkerung Muslime sind, oder noch mehr, da wollen wir jetzt eine Kirche bauen. Ist doch unlogisch, ist das. Hat doch nichts mit der Realität zu tun. Dann geht es um die Türkei. In dem Video von der rechtspopulistischen Partei aus Köln sagen sie, dass die Türken in der Türkei verfolgt werden. Wir haben jetzt gehört von diesem Mor Gabriel oder wie es heißt, von diesem Kloster. Das ist ein Rechtsstreit, wo so eine bestimmte Sache, ich weiß gar nicht, wer da Recht hat oder wer da Unrecht hat, aber es ist ein Rechtsstreit. Es sagt doch auch keiner, wenn in der Schweiz eine Moschee zugemacht wird oder wenn in Köln 200 Mann täglich vor der Moschee stehen und sind dagegen am Protestieren, sagen wir auch nicht, in Deutschland werden die Christen verfolgt. Und ich habe eine Türkei-Expertin angeschrieben, die heißt Susanne Güsten von Weltreportern. Kann man gut nachgucken. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und habe ihr gefragt. Sie hat gesagt, in der Türkei gibt es nominell Religionsfreiheit und in der Praxis werden alle Religionen argwöhnisch mit angeschaut. Beweis dafür ist der aus der Türkei kommt, dass die Frau in der Schule noch nicht mal Kopftuch tragen kann. Das heißt, wenn einer sagt, die Christen werden unterdrückt, dann werden die Muslime auch unterdrückt. Die können ihre Religion auch nicht so praktizieren, wie sie wollen. So. Dann werden klare Lügen erzählt. Ich gebe euch eine klare Lüge. Zum Beispiel letztens auf einer dieser Seiten wurde erzählt, eine Frau wurde von einer, und ich habe gesehen, dass ein Bruder in einem Internetblog darauf eine Antwort gegeben hat, dass er in Saudi-Arabien war und dass das überhaupt nicht stimmt. Da wurde erzählt, dass eine Frau, die bei einer Luftlinie arbeitet, eine Stewardess, die wurde gefeuert, weil sie sich nicht bereit erklärt hat, wenn sie von Bord geht, eine Burka anzuziehen. Jetzt liest das irgendein Deutscher, der sagt sich, oder ein Nicht-Muslim, der sagt sich, ja klar, boah, guck mal, wie bekloppt die sind, jetzt müssen die Frauen da Burka tragen, die deutschen Frauen, die beispielsweise nach Saudi-Arabien fliegen. Du kannst es sehr schlecht nachvollziehen. Fakt ist, das ist eine Lüge. Die christlichen Frauen laufen dort rum ohne Kopftuch. Ich habe selber dort Frauen gesehen im Rock bis hier. Für die saudischen Frauen gilt dort, die müssen Gesicht verdecken. Stimmt. Für die muslimischen Frauen, die müssen Kopf bedecken. In Saudi-Arabien, stimmt. Aber für die christlichen Frauen gilt das nicht. Das ist eine Lüge. Eine klare Lüge, die wir selber mit eigenen Augen gesehen haben. Da stehen 20 Polizisten drumherum. Die Frauen, die aus den christlichen Ländern kommen, laufen da ohne Kopftuch rum. Und da wird einfach irgendein Quatsch erzählt. Dann, Schächten. Es wird über das Schächten erzählt. Erstmal, es ist sicherlich jedem bewusst, egal wie du das Tier schlachtest, ob mit Bolzenschuss, ob mit Strom, ja, wie beispielsweise diese Methode, wo dem erstmal so ein Stromding oben reingesteckt wird, wo solche Haken drin sind, das Tier springt bei keiner Methode vor Freude in die Luft und schlägt ein Salto. Das ist ein klarer Fall. Der Islam ist allerdings so, dass wir versuchen, die Qual so gut wie möglich einzudämmen.
Die Juden schächten ihre Tiere auch. Jetzt, was wird gezeigt? Was wird in den Internetseiten gezeigt? Da wird gezeigt, wie ein Muslim ein Tier schächtet. Und dann wird gesagt, schau mal die Muslime, was das für grausame Menschen sind. Schau dir das an, was die eine blutrünstige Natur haben. Wissen Sie was? Genau dieses Argument wurde beim Film Der ewige Jude, bei diesem Dokumentarfilm, bei dieser Hetze, genau dasselbe wurde damals über die Juden gesagt. Genau dasselbe. Genau dieselbe Propaganda. Dann wird alles Gute schlecht geredet. Egal, was du erzählst. Das ist die nächste Methode. Das fünfte ist, alle, die irgendwie versuchen, etwas Gutes zu finden oder auf den Muslim zuzugehen, die werden beleidigt. Multikulti-Illusionisten, Dialyg und alles Mögliche. Gutmenschen. Ja? Und so geht das weiter. So sieht die Hetze aus. Jetzt fragt man sich, man sieht, jeder Punkt von der Adolf-Hitler-Propaganda-Strategie, von dem Stil, wurde praktiziert. Und wir sehen, wie oft es zur Hetze kam, verunglimpfende Aussagen. Tausendfach. Jeden Tag tausendfach im Internet. Und ich sage Ihnen jetzt eins, und ich werde Ihnen gleich Beweise zeigen. Die Frage ist jetzt, wirkt diese Methode, wie sie damals gewirkt hat? Warum soll sie damals gewirkt haben und heute nicht wirken? Warum? Und die Antwort ist, ich sage es Ihnen ganz klar, heutzutage gibt es hunderttausende Menschen in Europa, ist immer noch die Minderheit, nicht, dass es jemand falsch versteht, die bereit wären, die Muslime in das Kassett von Auschwitz reinzustecken. Glaubt man nicht? Hier. Das sind Aussagen, die man jeden Tag findet. So, hier. So. Ich gedenke sie, das heißt die Muslime, in diesem Krieg zu bekämpfen. Mal zuhören. Und beabsichtige, diesen Krieg zu gewinnen. Um es ganz klar zu sagen, dafür können Mittel nötig sein, die ungeheuer hässlich sind. Zum Beispiel Foltermethoden und so weiter. Und ich bin bereit, diese Mittel anzuwenden, denn ich will es niemals zulassen, dass der Mohammedaner seinen perfiden Krieg, seinen Krieg jenseits aller Konventionen, seinen Krieg, an den eine Genfer Konvention nicht im Traum gedacht hat, gegen uns gewinnt. Ich kämpfe und ich setze jedes Mittel ein, das nötig ist, um unsere Heimat, unsere Kultur, unser angestammtes Territorium gegen den Invasor und Usurpator zu verteidigen. Mag da der Gutmensch jetzt aufheulen? Der Gutmensch, das sind alle Leute, die sagen, hey, muss man differenzieren, ja? Die Zeit der Höflichkeit ist vorbei. Dann hier, Jubal Harshaw, 25. Mai. Da gleiches Recht theoretisch für alle gilt, der folgende Aufruf. Als überzeugter Anhänger von Coyote, Islamfeind, wollen mich die Muselmanen massakrieren. Muselmanen sind Mörder. Da sagen nicht, einige Muslime sind Mörder, Muselmanen, die Muslime alle, sind Mörder. In Klammern, Soldaten sind Mörder, ist auch keine Beleidigung. Daher rufe ich dazu auf, das Kriegsbeil gegen Islam auszugraben. Jetzt hört zu. Sprengt ihre Propagandabunker. Rasiert die Bärtigen, indem ihr ihnen die Köpfe abschlagt. Verbrennt ihre Brut, das heißt die Kinder. Versklavt ihre Frauen. Brüder, im Namen von Coyote und Russland, beschreitet den Kriegsfahrt jetzt. Bavarian, 25. Mai. Wir sollten die Kreuzzüge schnellstmöglich zu Ende führen. Die Zeit zu reden ist vorbei. Nuke the Cube. Schreibt, gut so, ich will nicht, dass, das muss man sich vorstellen hier, ich will nicht, dass, wenn ich Blut spende, mein Blut irgendwann einem Musel, also einem Muslim, das Leben rettet. Das soll lieber kapieren. Genauso wenig will ich, dass ich in meinen Adern Muselblut fließt. Das heißt, sie unterscheiden, die reden dort in dem Forum darüber, ob Blut spenden, ob entschieden werden soll, wem das gespendet werden darf. Und dass man vorher weiß, dass man kein Blut gespendet kriegt, das von einem Muslim ist. Kannst du dir das vorstellen? Davon gibt es jeden Tag tausende Kommentare dieser Art. Das ist kein Einzelfall oder so. Hier.
Jetzt, Cape Etonian. Wir sehen also, diese Propaganda scheint zu funktionieren. Hier. Also ich unterstütze den Ramadan. Mir reicht das nur noch nicht ganz. Ich plädiere deshalb dafür, dass die Kulturbereicherer, das heißt die Muslime, 24 Stunden täglich fasten. Das heißt, die dürfen nichts zu essen mehr kriegen. Ja, yeah. GEZ, hiermit rufe ich die Völker Europas dazu auf, das Werk unserer Vorväter von 1529 und 1683 zum Abschluss zu bringen und die ungläubigen Moslems endgültig zu vertreiben, die Minarette der Hagia Sophia niederzureißen und jeden Muslim, der sich anmaßt, ehemals christlichen Boden mit seiner Existenz zu beflecken, niederzumachen. Doch damit nicht genug. Treibt die Moslem bis nach Mekka zurück und sorgt dafür, dass dieser Irrglaube aus der Wüste mit den letzten von ihnen, die wir in der trockenen Wüste verdorsten lassen, für immer im Mahlstrom der Geschichte verschwindet. Ich persönlich bin ja dafür, dass man in einem ersten Schritt Mekka und Medina mit je einer schweren Haarbombe in eine strahlende Glasscherbe verwandelt. Ist cool, oder? Das heißt Atombombe auf Mekka und Medina. Bombe. Agenda 2011. Einladung zur Premiere des Films Der letzte Mohammedaner wird an ausgewählte Gäste verschickt. So wahr mir Gott helfe. Weiter im Text. Da muss ich doch glatt all meine Forderungen nach Einstellung jeglicher Zahlung von UNO und EU an die Palästinenser wiederholen. Mauer um den Gazastreifen und ein paar Jahre nachschauen, ob sich noch was bewegt. Das heißt, Mauer um den Gazastreifen, alle Leute verhungern lassen. Wieder mal ein frecher Musi-Kommentar, Muslim-Kommentar, kombiniert mit Gewaltandrohung. Dieses stinkende Pack sollte man in Züge sperren und in irgendein islamisches Land deportieren. Ja, so geht es immer weiter und immer weiter in diesem Zug, in diesem Atemzug. Was man hier ganz deutlich sieht ist, und das wollte ich demonstrieren, dass diese Propaganda wieder am Wirken ist. Und die Partei von Geert Wilders in Holland, die hat heute nach Schätzungen die Mehrheit. Das heißt, die Mehrheit ist bereit in einigen Ländern in Europa. Was können wir als Muslime nun tun? Wir wissen, wir haben es mit so vielen Menschen zu tun, die vernünftig sind, ja, die differenzieren können. Ja, und wir können Hass, man kann Feuer nicht mit Feuer löschen. Natürlich ärgert uns das. Man kann Feuer nicht mit Feuer löschen, man kann Hass nicht mit Hass löschen. Sondern wir müssen versuchen, endlich auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen über Islam zu reden. Und ich bin mir sicher, dass der Islam eine Religion ist, die es möglich macht, dass wir friedlich nebeneinander oder miteinander leben können. Aber wir müssen dazu die Menschen aufklären. Denn viele Leute haben Angst, weil sie uns nicht kennen. Ich habe es immer wieder in meiner Recherche gesehen. Die Menschen, die am meisten gegen die Muslime sind, sind diejenigen, die keine Muslime kennen. Deswegen dürfen wir uns nicht verschließen, sondern müssen auf die Menschen zugehen und mit den Menschen reden. Was Regierungen der westlichen Länder angeht, was sollen die machen? Ich würde denen vorschlagen, solche volksverhetzerischen Internetseiten zu schließen und die Besitzer dieser Seiten mal einer Untersuchung, also zu untersuchen, ob die einer psychiatrischen Behandlung bedürfen. Das wäre mein Vorschlag.